So, meine Lieben, da kommen wir schon zum nächsten Vlog von mir. Heute steht einiges an. Jetzt steht erstmal 430 Kilometer Autofahrt nach Stuttgart und danach geht's schon auf nach Salzburg. Mal gucken, was der Tag noch bringt. Auf geht's. Guck, der piept schon, Bruder. Ja, weil ich jetzt rumgespielt habe. Bruder, guck deinen auch. Piept der, Bruder? Wo ist keiner? A40, A52, A3. Assalamu alaikum, Stuttgart. Ja, wir nehmen mal Tankgeld, weißt du? Wir nehmen Rückfahrt auf. Das war so. Wir machen wie die Almans jetzt. Ich hab, guck mal, ich hab in meinem Auto ist ein Prinzip, Bruder. Ich möchte das einfach nicht. Aber Bruder, wir gehen 800 Kilometer, da kannst du von uns verlangen, dass wir nicht reden, nicht essen, nicht trinken. Das ist das so. Ich sag dir, ich schwöre dich, dass ich nicht essen im Auto. Oh, guck mal vorne mal. In meinem Auto wird sowas garantiert nicht gegessen. Du kannst machen, was du willst. Ey, Kemmo, ich sag dir, Bruder, Wallah, ich werf dich gleich raus. Wirf mich raus, aber lass mich nicht verhungern, Bruder. Ja, tamam. Schmier mir ein, aber lass mich nicht verhungern. Ich hab Prinzip, guck mal, mein Auto wird keine offene Kaffeedose gelassen und sowas will ich nicht. Ihr könnt so Getränke normal trinken, ich hab damit gar kein Problem. Das sind Regeln im Auto, weißt du? Ja, der meint das ernst, ja. Das ist nicht Regeln, das ist. Bruder, guck mal, okay, das ist aber. Das ist Hierarchie, Bruder. Okay, tamam, ist aber, ich sag dir, wenn da ein Krümel ist, ich lasse mit Zunge nicht wieder aufheben. Es ist. Das ist mein Cousin, Bruder. So, jetzt sind wir im Stau reingefahren. Wir haben noch knapp 272 Kilometer nach Stuttgart. Ich bin jetzt 200 Kilometer fast durchgefahren. Also so das Training eigentlich? Ne, heute hatte ich kein Training. Heute stand kein Training auf dem Plan. Heute Morgen sehr wichtige Gespräche gehabt. Und ja, jetzt geht es erstmal auf nach Stuttgart. Wenn ich jetzt durchbretter, ich sag euch das, Jungs, ich bin eine Stunde, ja, eine Stunde 45, eine Stunde 50 bin ich in Stuttgart. So, wir machen jetzt hier kurz einen Stopp. Irgendwo hier auf der Tanke. Langsam bin ich müde. Aber egal. Der Trick bei der ganzen Geschichte ist, ich fahre die komplette Fahrt hin und zurück lasse ich einen von denen fahren. So, wir sind heute im McDonald's. Ich feiere heute meinen Geburtstag hier. Ich werde 24. Ja, das war's. Weißt du, Arunabi, Walla, die sind die ganze Zeit hungrig im Auto eingestiegen. Ja. Walla, wir sind 400 Kilometer gefahren. Seit 400 Kilometer in meinem Kopf war McDonald's. Weißt du, wo wir McDonald's gefunden haben, der offen hatte? Sinnzeit. So. Okay, ist aber Hans. Ganz vorbildlich, Wasser. Wenn ich keinen Cheat Day habe, gönne ich mir auch nicht. Ganz vorbildlich, Big Mac. 5 Minuten da, laut Navi. Walla. Ja. Ja, komm, ich bin im Büro. So, wir sind jetzt in Stuttgart angekommen. Endlich, nach 6 Stunden Autofahrt. 2 Stunden McDonald's für die Jungs gesucht. Bist du mit Schlappen gefahren? Warst du oben mal gehen? Nein. Warum? Warum kommst du da raus? Warum? Ich hab gerade geschlafen, Bruder. Achso, bist du müde? Ja, gerade nee. Gepennt. Ich hab gerade geschlafen, Bruder. Was habt ihr gesagt? Weißt du, ich weiß Musiker und so, manchmal ab und zu. Das ist jetzt nicht das Studio, ne? Wo wir hingehen, das ist so ein Chillraum. Und unten ist das Studio. Ich zeig euch auch morgen das Studio mal. Oder heute. Das ist der Chillraum. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen. Ey, wann fahren wir morgen los? Gegen 2. Also fahren wir schon sehr, sehr viel los. Ja, ja. Meinst du, komm, wir treffen uns hier? Ja, ja, dann treffen wir uns hier. Also dann machen wir das morgen. Ich zeige euch einmal das Studio, wie das Studio einmal von innen aussieht. Das ist auf jeden Fall der Raum meistens nicht aufhalten. Wenn da unten Musik gemacht wird, dann wird auch Crazy sich einfach aus, also die Jungs sich ihn nicht ablenken von seiner Arbeit. Nimm mal das doch, siehst du das? Geil, ne? 1,5 Millionen Streams. 1,5 Milliarden Streams. Ich wollte gerade sagen, Milliarden ist das, Bruder. Ja, das ist 1,5 Milliarden Streams, ne? Yes. Krass, ne? Sie wird doch gezockt immer, Crazy hier. Das ist cool, ja. So, okay, morgen zeige ich euch mal, wenn wir ein bisschen helleres Licht haben, ne? Guten Morgen, Bruder. Guten Morgen, Bruder. Was steht an? So, jetzt geht erstmal auf ins Studio. Danach fahren wir weiter nach Salzburg. Wir haben um 2 Uhr, wollten wir uns treffen. Ich bin echt todmüde. Ich hab knapp 5 Stunden oder so, 6 Stunden gepennt. Aber jetzt geht's erstmal auf. Also ich würde sagen, dass wir zum Beispiel Schule gehen und dann gucken wir weiter. Wir gehen jetzt mal das Frühstück, ne? Wir haben alle Hunger. Ja, Mann. Cheat Day, ne? Ja. Eigentlich ist es richtiger Cheat Day, wir können uns gleich ein bisschen was gönnen. Aber jetzt nicht den ganzen Tag reinhauen, ne? So. Frühstück war gut. Ja, war okay. Ob doch ein bisschen was im Magen haben, ne? Hi. So, meine Lieben, jetzt sind wir im Studio angekommen. Jetzt gehen wir erstmal auf ins Studio. Wir ballern uns einen Kaffee, damit wir überhaupt nicht klarkommen. Links rum sind die ganzen Platten von Casey. Hier, die ja alle in den Jahren mitgenommen hat. Die fehlen, glaube ich, 16 Platten oder 18 Platten. Die werden jetzt nachgeliefert noch. Ich habe gestern mit denen darüber gesprochen. Hier sind die Büroräume, wo das Management und so alles ist. Und ja, hier. Hier ist eigentlich das Herzstück vom Studio. Hier ist die Booth. Das Studio. So sieht es auf jeden Fall aus. Also hier wird
Ja, die meiste Zeit ist dann, wir haben uns meist als DM aufgehalten, ne? Ich habe euch gestern den Raum, glaube ich, gezeigt. Die meiste Zeit war es dann immer so gewesen, dass wir alle hier sind. Ja, und dann war immer Casey von seiner Arbeit abgehalten, weil wir hier Pesi gezockt haben. Und dann haben die gesagt, ey, weißt du was, komm, wir machen den Zockerraum oben. Und dann die Jungs, die dann hier sind, können dann einfach in Ruhe ihre Musik machen und werden dann einfach nicht abgelenkt. So, jetzt nehmen wir noch einmal in den Raum, wo wir gestern drin waren. So, du merkst, hier ist immer einiges los. Hier wird auch die meiste Zeit, glaube ich, gezockt. Manche gehen hier live und hier wird auch ein paar Videos produziert. Aber so Kleinigkeiten, ne? Und wie wir zum Beispiel so, wenn irgendwelche Vlogs oder so geschnitten werden, werden die dann hier geschnitten. Und wir haben gestern Abend, wo die Kamera aus war, mal so über die Zeit nachgedacht, was das für ein Weg man zusammen eigentlich gegangen ist, ne? Wenn ich mal hier überlege, hier habe ich ganz genau auch mit dem Boxen begonnen, ne? So, das war meine aktive Karriere, wo Casey das erste Mal sein Album released hat. Bin ich eigentlich so, habe ich zum ersten Mal so, bin ich zum Boxtraining gegangen und habe so ein bisschen trainiert, Kämpfe gemacht, so halt im Amateurbereich. Was man alles in dieser Zeit gesehen hat, ne? Das ist schon krass. So einfach dieses, das alles mal so Revue passieren lassen, was man da alles erlebt hat, ne? Du sagtest ja auch gestern, du hast zu jedem Album oder zu jedem Abschnitt halt eine Erinnerung sozusagen, ne? Krass, oder? Ne? Aber ich sag ja, dass man sich so krass daran erinnern kann, wenn ich jetzt hier zurückblicke, das war hier. Hier hat Casey zum ersten Mal bei Banger Musik unterschrieben. Das war die Zeit vor Banger Musik. Das war die Zeit bei Akku. Kennst du Akku TV? Ja. Das war so die Zeit, so, weißt du, wo Akku TV am Start war. Delto brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Für die großen Casey-Fans. Delto war so sein erstes Debütalbum seiner ganzen Karriere. Ja, wenn ich auch einfach mal zurückblicke, dann hier. Das war die Zeit, wo wir oft sehr oft in Köln waren. So, weißt du, wo langsam die Rebel-Launches entstanden sind. Dann das war die Zeit, so, wo wir. Da war ich ein bisschen weg, aber egal, darauf komme ich irgendwann andermal dazu. Das Album Abstand, das war, daran kann ich mich erinnern, da war die Riesentour von Casey. Ja? Deutschlandweit war eine riesen Tour. Und ja, das halt so Erinnerungen, die hast, nimmst du einmal für Leben mit. Und krass, dass man einfach mal zusammen erlebt hat. Ne? So, jetzt habt ihr mal so keinen Einblick gehabt von Casey, sein Studio, den Chillraum. Wir fahren jetzt gleich weiter Richtung Salzburg. Casey hat morgen da einen Clubauftritt und wir werden ihn morgen da mitbegleiten, ein bisschen mitfahren. Aktuell ist das Training bei mir jetzt nicht auf 100%. Das ist jetzt gerade in die Offseason, wo ich jetzt gerade so ein bisschen chillen kann. Halt in der Woche 5-6 Einheiten trotzdem mache. Und ja, da haben wir gesagt, ey komm, das nehmen wir mal einmal für euch mit, weil ich bin eigentlich gar nicht mehr dieser Typ, der so Clubshows und Auftritte und hast nicht mehr mitfährt, weil es ist mir alles so anstrengend geworden. Das machen wir einmal aus Liebe zu euch und natürlich auch den mein Cousin tatkräftig vor Ort unterstützen, mal wieder alte Erinnerungen hochholen. Ne? Weil du musst überlegen, wir waren jetzt fast 3 Jahre wegen Corona-bedingt waren wir nicht mehr unterwegs gewesen. Da waren lange keine Auftritte mehr. Also ich sag mal so seit 4 Jahren, ja, knapp seit über 4 Jahren, das ist der erste Auftritt, wo ich wieder live dabei bin. Was ist dein T-Shirt? Das ist Espresso, schmeckt einfach nach einem Kaffee. Aber so halt, dass man wenig reingetan hat. Der labert scheiße, Bruder. Diese Kaffeebohnen, die kosten 150 Gramm, 300 Euro. Wir machen unsere eigene Preise. Wir machen eine Interviewrunde hier. Voila. Können wir jetzt mal im Ablauf stellen hier? Ja. Welche Dings hat am meisten Streams? Die, ne? Ja, genau, hier. Wie viele Streams hat die? 400.000, ne? Oder? Nein. Das ist. Achso, das ist Dings, Bruder. Das ist Platin Österreich, Schweiz. Aber Alain ist noch nicht Platin in Österreich, Schweiz, Dings, aber dreimal Gold hat in den Ländern. Und DNA ist Platin. Also 16 Platten kriegst du nochmal, ne? Der hat er nochmal gestern gesagt. 16 oder 18 Stück kriegt er nochmal. Ja, Bruder, man, kümmert sich halt nicht drum, ne? Die ganze Zeit. Normalerweise hier unten die Platten, nur alles voll. Die kleben irgendwo fest und manchmal vergesse ich das auch. Ich habe letztens beim Soundclash Adel gesehen. Adel Tawid. Okay. Die Single, die ich mit ihm gemacht habe, ist Platin gegangen. Da gibt's niemanden, ne? Wir jagen das. Ich wusste das noch nicht mal. Ich hab's vergessen einfach. Für iPhone. Die wichtigste Platte ist die. Das ist die wichtigste Platte. Das ist Album, ne? Album Gold, meine erste Album Gold. Darauf bin ich am meisten abgegangen. Und Album Gold ist natürlich schon mal was anderes, ne? Bruder, das Krasse ist, ne? Verkaufte Alben, ne? Das ist keine Streams, ne, Bruder? So damals war. Hier sind gar keine Streams drin. Deswegen ist sie auch so krass. Weil das ist gekommen, wo es noch kein Streaming gab. Aber, und die ist jetzt bei 140.000 verkauft. Also CDs, Alben. Nicht Streams. Mit Streams, müsste es fast schon Platin sein. Habe ich euch eigentlich mal meine Gürtel mal gezeigt, die ich habe? Nein. Habe ich schon nie gezeigt. Ne? Ich habe auch 4-5 Gürtel. Einmal von K1 Side, dann WBC, European, WBA. Ich muss mal zeigen, ich habe nur 5-6 Gürtel.
zu Hause. Auch mal interessant, glaube ich, ne? Ja, finde ich sehr geil. Ein bisschen in der Richtung mal zeigen. Ich war oben gerade in der 1,5 Milliarden Streamwand, ne? Und habe so gesagt, so, ey, das war die Zeit, das war die Zeit, die Zeit. So, zu jedem Album konnte ich was erzählen, Bruder. Ja, Mann, das war echt eine krasse Zeit. Überleg mal, Bruder, wo Casey seine Karriere losgegangen ist. Ne? Ist einfach bei mir parallel das Boxen losgegangen. Aber Casey hat ja vorher schon Musik gemacht, ne? Aber ich habe damals, wo Derdo rauskam, habe ich angefangen mit Boxen. Was war die wildeste Zeit? Boah, Bruder, das war so die Haiwan-Zeit. Aber das welches Album war das? Evolution, ne? Evolution, genau. Und das war ihm wirklich krass. Die Zeit war sehr, 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 sehr lustig. Wir sind jetzt kurz vor der Grenze. Jetzt machen wir kurz Pinkelpause. Guck mal, wir kommen von hier. Hier ist die Bühne. Hier ist die Bühne. Ich komme von hier. Guck mal, da geht das Muro. Ich hab da oben drin. Fahrtwasser. Oben ohne. Pisser. Das ist jetzt gar nicht gestellt, okay? Ja, geht. Sind wir angekommen? Ja, Mann. Ich bin wirklich fix und fertig, aber trotzdem, ich baller gleich eine Einheit, glaube ich. Die haben mir, glaube ich, Fitnessstudio. Da gehe ich auf jeden Fall eine Stunde schwitzen. Das Bro, wir haben den Berg auseinandergenommen, Bro. Wir haben 20 Fotos da hinten auf Tankstelle gemacht. Der Muro sagt gerade Dings. Meinst du, irgendjemand hat an meine Tasche gedacht? Sag ich, wenn einer an deine Tasche gedacht hat, dann ist das Kemal. Kommen wir hier von die Ecke, Kemal alleine mit seiner Tasche voll motiviert. So, meine Lieben, da kommen wir auch schon zum Ende vom Vlog. Wenn der Vlog euch gefallen hat, denkt dran, gefällt mir zu drücken, fleißig kommentieren und den Kanal abonnieren. Die Gage haben wir schon kassiert. Jetzt sind wir 800 Kilometer für Nütze gefahren.